Witzwoche und Klaus. Hallo. 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 Da sind wir wieder. Ja, das ist schön. Ja, der Mittwoch ist ein Glückstag. Warum? Ja, weil die Woche in der Mitte geteilt wird. Das ist ein Glückstag. Glückstag? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, Glückstag. Wo Freitag ist eigentlich ein Trauertag? Das ist dein Gefühl wahrscheinlich, spricht von deinem Sohn. Und am Sonntag sterben die meisten Menschen? Nee, Montag. Sonntag. Ich habe gehört Montag, wenn die dann praktisch die Ausruhe... Ich sage Sonntag und das gilt. Und da hast du nichts zu sagen. So. Ja, egal. Erstes Thema. SPD-Chef Gabriel fordert Türkischunterricht an deutschen Schulen. Was sagt ihr dazu? Ja, was haben die bis jetzt gemacht? Folgendes, jetzt hat ja der Gabriel... Ja, haben die... Push. Haben die bis jetzt... Redest du jetzt oder ja, was? Ja, jetzt rede ich. Also, ich ehrlich, können wir uns nicht mal einig werden? Ach, halt doch mal die Klappe. Seid ihr heute gut drauf? Nein, ich bin schon wieder. Der nervt mich schon den ganzen Morgen. Der nervt ja nur noch. So. Was hat er denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, alles, überhaupt der nervt nicht. Nur noch. Nein, folgendes, wir wollen jetzt mal den Gabriel beiseite lassen. Hm. Aber jetzt die Merkel ganz groß. Gold fällt auf mich herunter. Oh Gott, ich bin die Goldmarie. Schau mal, hier ist irgendwo Gold runtergeflattert gekommen. Siehst du, das sind meine schönen Worte. Ich werde schon mit Gold hier belohnt. Komm jetzt vom Thema ab. Ach Gott, dann bin ich die Goldmarie. Ja, weiter geht's. Deutschland ist unzufrieden mit seiner Regierung. Laut einer Umfrage gibt es eine Mehrheit für Schwarz-Grün im Bund. Was sagt ihr dazu? Ich nicht. Sondern? Schwarz schon, aber grün nicht. Okay, nächstes Thema. Merkel bleibt hart. Keine Hilfe für Griechenland. Was sagt ihr dazu? Ja, entweder helfen wir oder wir helfen nicht. Die müssen rausfliegen aus der EU. So. Die haben 300 Milliarden Schulden. Griechenland ist doch bankrott. Anders geht doch das gar nicht. Und jetzt wollen sie 30 Milliarden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und 27% von den 30 Milliarden, diese 8 Milliarden, werden wir wieder zahlen müssen. Jede D-Mark, die wir... Du kannst ein bisschen leiser sprechen. Das regt mich auf. Nein, das tut mir schon weh. Da hast du eine keifende Stimme. Jede... Also, bist du immer schlimmer. Nee, du... Ja, komm. So, aber gemäßigt. Jede D-Mark, die wir ins Ausland bringen, muss hier erarbeitet werden. Ich frage immer nur, wo ist unser Vermögen geblieben? 30 Jahre war praktisch Deutschland die Zugmaschine. Wir haben gearbeitet, wir haben Geld gehabt in Hülle und Fülle. Und dieses Lumpenpack da oben, diese Regierung, hat alles verpasst. Okay, weiter geht's. Bedrohte Tierwelt. Forscher sagen, die Fledermaus ist vom Aussterben bedroht, weil sie so hässlich ist. Was sagt ihr dazu? Ach, nein, die stirbt nicht aus, weil sie hässlich ist. Die stirbt aus, weil sie kaum noch Lebensraum hat. Ach, hör mal, komm jetzt her. Ich habe ein Theater erlebt. Meine Güte, ich weiß nicht. Ich war im Supermarkt. Also so viel. Ja, und ich war in der Tiefkultur. Ja, pass mal auf, was sie dir jetzt erzählt. Jetzt müsst ihr mal erzählen. Wegen einer Hummel. Was? Kopfschuss ja mal, also ehrlich. Ich wollte Pommes kaufen, aha. Es gibt ja so bestimmte Sorten und die eine Sorte habe ich gesucht. Weh. Auf einmal fliegt etwas gegen meinen Kopf, ich habe mich erschrocken. Ich denke, was ist denn das? Sehe ich so eine schöne große Hummel. Und die taumelte, die war erfroren, die kam aus der Tiefkultur. Mhm. Ich denke, die fängst du schnell und lässt sie draußen raus. Und dann? Und will sie fangen und auf einmal fällt sie runter in diese Tiefkultur und die war ja riesig lang und ich weiß nicht mehr, wo sie reinfliegt. Jetzt fing ich an, in der Tiefkultur zu wühlen. Jetzt kam schon die Verkäuferin um die Ecke, gucken, was ich da mache. Jetzt sagt schon eine, was machen Sie da? Jetzt habe ich gedacht, wenn ich sage, ich suche eine Hummel, da sagt sie, ich bin nicht normal. Jetzt habe ich die Hummel nicht gefunden. Ich habe keine Ruhe bis heute. Wir waren dann am Samstag noch mal da einkaufen. Ich habe noch mal gesucht, ich habe die Hummel nicht mehr gefunden. In einer Hummel haben wir dann die ganze Tiefkultur. Es ist ein Lebewesen, der Natur. Und jedes Tier... erfordert Achtung von uns. Also gehört auch eine Hummel. Also gehört auch zu Achtung. Ich achte dich ja auch, trotzdem du auch du kannst eine mich doch nicht Antje mit bist. Der Hummel vergleichen, aber jetzt geht's aber los. Du kannst mich doch mit. Aua. So. Er hat so knochige Finger, alles. Tut ein mir Mann schlägt man. Ich meine, eine Frau kann man schlagen, aber. Bitte? So hör dir den mal an. Habt ihr schon gehört von dem Kachelmann, was da passiert? Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Alles. Die Engländer sagen auf die Deutschen die Kraut, sagen nicht Krautfresse, sie sagen die Kraut. Na ja, das heißt übersetzt. Ja, darum sage ich nicht Japan, ich sage Japsen. Aha.